So, ein ganz herzliches Willkommen all denen, die uns hier zuschauen und die uns später noch ansehen werden. Wir starten heute unseren 10. Working Out Loud Circle. Der Working Out Loud Circle ist ja im Zusammenhang mit dem Corporate Learning 2025 Mukaton gelaufen. Der ist allerdings jetzt beendet worden mit dem Hackathon. Wir hatten dann im Sommer den MOOC und der Hackathon war ja so die Zusammenfassung all dessen, was da diskutiert wurde, in einem Wikibook und es ist tatsächlich gut gelungen. 31 oder 32 Leute haben 44 Seiten geschafft und Zusammenfassung ist ja immer viel als selber was zu schreiben, denn jetzt musste man ja alles, was da ist, drastisch reduzieren, um es auf 44 Seiten zu kriegen. Und jetzt steht dieses Wikibook im Netz und das Faszinierende daran ist, es ist jetzt so ein vorläufiges Ende, denn ein Wikibook kann von jedem weitergeschrieben werden, ergänzt werden, verändert werden. Und wir freuen uns darauf, dass da noch ganz viel passieren wird. Die offizielle Vorstellung dieses Wikibooks passiert beim Corporate Learning Camp. Das Corporate Learning Camp ist am 28. und 29. September in Frankfurt und dort werden wir sehr wahrscheinlich auch ein paar gedruckte Exemplare haben. Sonst sind Wikibooks ja bloß elektronisch, aber sowas in der Hand zu haben, ist natürlich noch was ganz anderes. Ja, heute im 10. Working Out Loud Circle, übrigens den 11. und 12. werden wir auch noch machen, damit das Paket voll ist. Und an der Stelle vielleicht noch ein Hinweis, mich haben mehrere Leute angesprochen, ob man denn, wenn man mit Working Out Loud irgendwas bewegen will, immer einen Zirkel gründen muss. Und nein, hier nochmal deutlich gesagt, die Working Out Loud Zirkel sind so nur die Einarbeitungsphase in dieses Thema Working Out Loud. Dafür gibt es einen schönen Guide von John Stepper, der sich Gedanken gemacht hat, worüber man sich jede Woche so grundsätzlich mal Überlegungen machen kann, wenn man so seine Ziele abarbeitet. Und der sagt, man braucht diese 12 Wochen, um sein Verhalten bis dahin so geändert zu haben, dass man hinterher Working Out Loud richtig praktizieren kann. So, also wir sind immer noch in dieser Übungseinarbeitungsphase und heute beim 10. Treffen. Geht heute laut seinem Guide nicht um allzu viel Neues, eher um das Vertiefen, aber da kommt am Ende noch so ein Begriff Verletzlichkeit zeigen. Und da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf. Das scheint mir noch ein interessanter Punkt zu sein. Starten wir wieder wie üblich. Ich freue mich, dass Harald Schirmer und Antje Röwe heute dabei sind. Die anderen beiden können heute leider nicht. Der erste Punkt ist ja immer, was ist so passiert seit dem letzten Mal? Wir haben jetzt eine etwas größere Pause gehabt wegen der Sommerferien. Und deshalb, was habt ihr so in der Zwischenzeit gemacht, insbesondere in Bezug auf eure Ziele? Antje, fängst du an? Ich bin noch gar nicht da. Was habe ich gemacht? Also ja, mit Twitter stehe ich ja doch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ich gucke da immer und so und habe aber zumindest aber mal so mich insofern gezeigt, dass ich mittlerweile ja mit Gunnar Sohn zwischendurch mal so ein kleines Sommerinterview hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das am Rande mitbekommen habt. Wo ich dann aber wieder festgestellt habe, das hätte man ja vielleicht mal twittern können. Das habe ich irgendwie nur so halbherzig getan. Also insofern aber trotzdem für mich persönlich, es ging ja auch darum, sich mehr zu zeigen mit dem, was man tut, war das eine gute Übung, einfach auch mal zu sagen, dass ich die Scheu vor Videoaufzeichnungen, die ich ja hier auch sowieso schon ein bisschen verloren habe, aber konkret ja gedacht habe, das ist gar nicht so schlimm. Und weil ihr doch auch mal zum Thema Podcast oder irgendwas sagt, habe ich gedacht, naja, wäre vielleicht doch mal eine Möglichkeit. Also insofern hat sich da, was das betraf, bei mir was getan. Und sonst hat sich bei mir eben so ganz allgemein, weil ich ja sehr viel dieses Netzwerken auch genutzt habe, haben sich auch geschäftliche Neuanbahnungen gezeigt, die also jetzt mittendrin, also jetzt noch nicht so spruchreif sind, aber die auch letztlich die auf meiner Liste standen. Und auf dieser Liste hat sich was ergeben, ja, was erstaunlich ist. Vielleicht kann ich das dann beim nächsten Mal irgendwie oder übernächsten Mal noch erzählen. Ja, danke. Harald?
Ja, mein Ziel ist es ja, wie schaffe ich es, die entsprechenden Führungskräfte zu begeistern. Und da hat sich ja der Weg so ein bisschen von der Seite her aufgetan, dass es doch vielleicht sinnvoll wäre, nicht nur die Führungskräfte im Vordergrund zu haben, sondern eben auch dessen Assistenzfunktionen oder deren Assistenzfunktionen. Das haben wir weiter ausgearbeitet, haben wir schlicht und ergreifend, weil das mein eigenes Ziel natürlich inzwischen Teil des Projekts geworden ist. Das heißt, da arbeitet nicht nur ich mehr dran, sondern eben inzwischen eine größere Gruppe. Wir haben uns da inzwischen auch Hilfe an Bord geholt, um da wirklich einen ganz dedizierten Ansatz zu finden. Wir haben ursprünglich, habe ich das hehre Ziel gehabt, sozusagen alle unsere Führungskräfte irgendwie natürlich mitzunehmen. Das ist ja immer so der Wunsch, den man hat, den man auch in der üblichen Organisation quasi als Auftrag hat. Hast du auch wirklich alle mitgenommen? Hast du an alle Stakeholder gedacht? Und ich habe in der Zeit jetzt, wir hatten jetzt eine gewisse Pause, da auch immer wieder da reingeschaut in meine Dokumentation und habe das verglichen mit den Erfolgen und mit den Erfahrungen, die ich in den vergangenen Projekten, Change-Projekten, Organisationsentwicklungsprojekten gemacht habe und habe eigentlich festgestellt, dass One Size Fits All, ich muss alle erreichen oder sowas, eigentlich noch nie funktioniert hat. Also nicht nur bei mir nicht, sondern ich habe noch nie erlebt, dass bei so einer großen Organisation, wir reden bei uns ja von 250.000 Mitarbeitern irgendwo, dass die alle mit irgendwas erreicht worden sind. Also wir haben selbst in den größten Projekten mit massiven dreijährigen Kommunikationskampagnen, haben wir danach immer noch Leute gehabt, die gesagt haben, ich habe davon noch nie was gehört. Also das muss man einfach irgendwo, glaube ich, dann mal sagen, okay, es gibt einfach bestimmte Themen oder ganz viele Themen, die sind nicht für jeden relevant. Oder für ganz viele Leute nicht relevant. Und wenn man das mal konstatiert und sagt, okay, was ist denn sinnvoll in der Erreichung? Und das ist jetzt so der Stand, in dem wir heute sind, dass ich sage, lass uns doch mit den Willigen beginnen. Also mit den Leuten, die sagen, ich bin soweit, ich möchte wirklich die Hilfe haben von einer Corporate Functions, von einer Konzernfunktion. Ich möchte was über moderne Führung lernen. Ich möchte etwas über die neuen Werkzeuge lernen. Ich mache mich auf diesen Weg. Kannst du mir Impuls geben? Und mit denen zusammen, also inklusive deren Assistenzfunktionen dann, zu sagen, okay, was genau wäre es denn, was euch hilft? Da gibt es dann entsprechende Interviews, da wollen wir mit den entsprechenden dann arbeiten und werden die, sage ich jetzt mal, versuchen, erfolgreich zu machen. Also die Führungskräfte und ihre Assistenzfunktionen mit dem, was wir so erarbeitet haben und bieten können. Und alles unter der Prämisse, wir machen das gemeinsam. Und wir machen das so, dass quasi die Führungskräfte selber dann ins Storytelling kommen, also ins Erzählen kommen über ihre gesteigerte Wirksamkeit. Weil erstens haben wir dann einen begrenzten Kreis von Leuten, mit denen wir arbeiten können, mit denen können wir dann aber auch persönlich arbeiten. Wir können mit denen persönliches Feedback einfahren, wir können Kulturunterschiede auch feststellen und so weiter. Also das funktioniert dann viel eher. Und wenn die dann erfolgreich sind, dann nehmen wir den Ball wieder auf und promoten die. Und dann haben die was davon, wir haben was davon. Und die Führungskräfte, die bis dahin vielleicht eher noch so auf der Warteposition sind, die sagen, ah, das muss erst mal einer beweisen, dass das wirklich was bringt, die werden im Endeffekt von ihresgleichen motiviert und können an deren Erfolgsgeschichten lernen. Und die gar nicht wollen, da sage ich jetzt einfach auch mal ganz locker flockig, also wer überhaupt nicht will, also da kann ich auch noch so eine große Gießkanne auspacken, der macht einen Schirm auf und dann war's das. Also das muss man vielleicht sich auch mal eingestehen, dass man nicht immer jeden erreichen muss. Wer sagt, ich bin nicht dabei, der ist nicht dabei. Nichtsdestotrotz wäre dann ein nächster Schritt natürlich für solche Führungskräfte, wenn wir sagen, die sich jetzt komplett gegen sowas verschließen, dass man da dann mal andere Maßnahmen eben greift, die dann einfach organisatorischer Art sind. Da reden wir aber dann nicht mehr von Lernen und von Gewinnen, sondern da reden wir dann einfach mal um andere Zielvereinbarungen, wenn es noch welche gibt bis dahin oder entsprechend andere Maßnahmen. Um einfach zu sagen, hey, schau mal, wir haben hier so eine Konzernkultur, die wir aufbauen wollen und das scheint nicht zu funktionieren. Wie können wir denn da weitermachen? Also es ist sehr viel spezifischer geworden und wir fühlen uns im Moment alle gut Hört ich dabei und wir jetzt? haben noch keinen gehört, der gesagt hat, nee, das darf so nicht sein, das müssen alle. Ich sehr abgehakt. Vielleicht könntest du die Bandbreite bei dir verbessern, indem du dein Videobild wegnimmst. Wer jetzt mich? Nein, nein, Harald. Was, Ach, Harald. hast du ihn eben auch abgehakt oder was nur mein Nee, Problem? gar nicht, aber dich höre ich abgehackt. Ja, Ach, ich also bin's. ach so, Ich ich bin bin's. jetzt in der glücklichen Lage, 100 Megabit zu haben. Also die Wahrscheinlichkeit, Aber dass das ich kannst du abgehakt nicht. bin, ist
Du, ich auch, aber wenn es an mir liegt, dann nehme ich mein Bild mal weg, dann ist das vielleicht besser, denn ich habe jetzt von Harald einige Dinge nicht gegeben, warte, nicht gehört, warte. Mein Video wegnehmen, ja. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt ohne Unterbrechung. Wunderbar. Na, wunderbar. Ja, okay. Ja, ich glaube sowieso, das, was du so vorhast und das, was wir jetzt generell in Organisationen erleben, das trifft mich auch, ist ja etwas, wo wir mehr auf Selbststeurung hinarbeiten, wo wir mehr Netzwerke, die sich selber regeln, unterstützen wollen oder erzeugen wollen. Und ich glaube, dafür brauchst du immer intrinsisch motivierte Menschen. Es hat gar keinen Sinn, irgendwelche Leute überzeugen zu wollen, die nur weil die Organisation es will, es so machen, aber nicht innerlich davon überzeugt sind. Und insofern ist dein Weg, glaube ich, der einzige richtige, Leute zu finden, die sagen, ja, ich bin davon überzeugt, die zu unterstützen und dann die anderen nachdenklich werden zu lassen und die vielleicht so mit als Infizierer der Organisation zu verwenden, ne? Dass die anderen sagen, hey, wenn es bei dem klappt, warum eigentlich nicht? Also schlecht ist die Idee, ich probiere es auch mal, ne? Also so geht uns das im Moment mit dem Corporate Learning 2025 Mukaton. Ich habe den Eindruck, da ist ganz viel Begeisterung entstanden. Und auch jetzt beim Hackathon war wieder ganz erstaunlich, die 32 Leute haben ja eigentlich, wenn man von außen mal drauf guckt, nur Textarbeit gemacht. Ist ja Ja, eigentlich eine nur. dröge Arbeit, ne? Ja, ja, aber es Schon sehr ging. wertvoll. Ja, sie ist wertvoll, aber jetzt, wenn du überlegst, es ist nichts. So, und alle haben mir gesagt, mit einer totalen Begeisterung, ich würde jederzeit wiederkommen und ich habe ganz viel gelernt. Also sie haben selbst an den 2 Tagen ganz viel gelernt. Wobei man sich fragt, guck mal, als Lernevent hätten wir das eigentlich gar nicht so gesehen. Ne? So, aber mit dieser Begeisterung, die sie jetzt auch wieder mitgenommen haben, gehen sie jetzt auch wieder raus und reißen ihre Mitarbeiter mit und überzeugen andere Kollegen. Und es werden immer mehr. Und ich glaube, das ist eigentlich der Weg, möglichst viel Begeisterte, die andere wieder begeistern, irgendwie zu erzeugen. Klingt ulkig, aber ihnen die Gelegenheit zu geben, Begeisterung aufzunehmen, so haben wir es so rum. Ne? Ja, die Leute ins Wollen bringen. Die Leute ins Wollen bringen, genau. Ja, Meine Rede. deine Rede. Antje ist da jetzt genau die Richtige. Ja, das Ja. passt gerade zu meinem schönen Auftrag da jetzt, also wo ich gerade bin, das ist genau das Thema. Immer. Genau. Ja, also was bei mir so passiert ist, ich habe es ja erzählt, der Corporate Learning 2025 ist beendet. Einerseits ein bisschen traurig, denn es gab so viel positive Rückmeldung. Das tut ja auch gut, wenn man so merkt, wie sehr sowas ankommt. Also es ist schon unglaublich, welche Massen von Professionals sich damit beschäftigt haben und wie intensiv die sich da eingebracht haben und das richtig gut fanden, dass sie sich da eingebracht haben und dass sie Kontakte zu anderen gefunden haben und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Stückchen neuer Freiraum. Also es tut auch ganz gut, jetzt mal nicht jeden Tag nach dem CL 2025 gucken zu müssen. Ja, und ansonsten, ich war auch ein bisschen im Urlaub, war auf dem Rad im Ruhrgebiet und das hat mir sehr gut getan, mal so 750 Kilometer hier durch Deutschland zu fahren. Also ich träume davon, das bald mal wieder zu machen. Und für mein neues Ziel habe ich eine neue Liste erstellt und etliche Kontakte aufleben lassen und auch schon einige Gespräche geführt. Wird morgen ein weiteres wichtiges Gespräch dazu führen. Ja, das war so der Check-in. Jetzt kommt der Vorschlag, die Gewohnheiten-Checkliste zu machen. Ich sehe, der John Stepper hat ganz viele Vorschläge hier, aber ich glaube, man muss da nicht alle persönlich umsetzen. Vielleicht sollten wir die mal kurz durchgehen, die ganzen Vorschläge. Harald, was meinst du? Soll ich sie mal kurz vorlesen oder willst du generell was zu sagen? Nee. Lies sie gerne noch mal vor, weil ich habe nämlich blöderweise den Ordner nicht mit Ja, hier. also er führt ein, Oder die Liste. dass
dass es ganz gut ist, sich immer mal wieder Klarheit darüber zu verschaffen, was macht man eigentlich, und wenn man nicht mehr vorwärts kommt, mal zu schauen, was man eigentlich machen könnte. Und er schlägt hier viele Punkte vor. Der erste heißt, zeichne die Art und Weise, wie du möchtest, dass dein Leben sein soll. Das erneute Lesen deines Briefes von deinem zukünftigen Selbst hilft dir, wieder mit deiner Zielstrebigkeit in Kontakt zu kommen und dich daran zu erinnern, was du tust und was du tust. Ja, da ist auch was doppelt. So, dann das zweite ist, setz dir erreichbare Ziele. Es ist gut, groß zu träumen, und trotzdem können zu große Ambitionen lähmen und deine innere Abwehrhaltung triggern, sodass du niemals auch nur einen Schritt tust. Der nächste heißt, mache kleine Schritte. Das Fortschrittsprinzip ist eine mächtige Sache. Wenn du also feststeckst, reduziere die Größe deines nächsten Schrittes. Der nächste, Also visualisiere. das, wenn ich Ja. das kurz dazu sagen darf, das ist, glaube ich, eines von den Dingen, die John sehr, sehr stark immer in den Fokus rückt, weil wir tendenziell immer viel zu schnelle und viel zu große Schritte machen wollen. Und er sagt wirklich, dass man mit ganz kleinen Veränderungen erstmal anfangen soll, die so lapidar sind, dass wir am Anfang vielleicht lächeln und sagen, ja gut, also das ist ja jetzt nichts Großartiges, aber dieses Erfolgserlebnis der ganz kleinen Veränderungen, die helfen dazu, die nächst größere zu machen. Also wenn ich sage, ab morgen trinke ich keinen Alkohol mehr, dann ist das sicher ein sehr großer Schritt. Also für mich nicht, weil ich trinke keinen, aber für die meisten Menschen wahrscheinlich. Oder wenn ich irgendwelche wirklich substanzielle Dinge ändern möchte, ab morgen bin ich ordentlich, oder jetzt rede ich, jetzt ab morgen bin ich voll auf Twitter, dann ist das natürlich ein Schritt, da bin ich am nächsten Tag schon enttäuscht, weil ich bin nicht voll auf Twitter morgen. Wenn du aber hergehst und sagst, ich setze mir so ein kleines Ziel, und das kleine Ziel könnte ja sein, einmal in der Woche folge ich einer Person. Also jede Woche eine Person mehr. Dann ist das eine Sache, die ist eigentlich wahrscheinlich klein genug, jetzt wenn man Twitter nimmt, wo man wirklich sagen kann, okay, das geht also so schnell, dass man das im Vorbeigehen machen kann. Natürlich kann man sich dafür auch Zeit nehmen und recherchieren, wer wäre der Richtige. Aber das ist vielleicht eine kleine Sache. Oder in einem Social Network, dass man sagt, ich möchte mal einen Like pro Woche. So, dann, wenn man das dann irgendwann mal gesagt hat, okay, den kriege ich jetzt irgendwie unter. Und wenn ich schon mal da bin, dann kann ich ja mal zwei machen. So, und dann macht man vielleicht mal zwei, und dann vielleicht sind es dann mal drei, und dann sagt man irgendwann jetzt mal einen Kommentar pro Woche. Und dann merkt man schon einen Kommentar, da muss ich schon ein bisschen nachdenken. Da muss ich schon schauen, wem schreibe ich den, wie schreibe ich den. Da ist der erste Kommentar schon fast ein Brief, so ein weißes Blatt Papier, okay, wie will ich da sichtbar werden? Es ist schon ein relativ großer Schritt. Der Like geht schnell, der Kommentar ist schon ein bisschen größer. Aber wenn ich die Likes schon gemacht habe, dann habe ich schon die Rückmeldung gekriegt, okay, es geht, ich kann es machen. Und was passiert da im Feedback? Okay, ich ersaufe mich an Rückmeldungen. Ja, und so ist es, glaube ich, von ihm auch gemeint, diese kleinen Schritte zu machen. Mal jemand, das kann das einfach das Grüß Gott zum wildfremden Menschen sein. Einfach mal jedem, den ich sehe, Grüß Gott hinschmeißen, egal ob was zurückkommt oder nicht. Für den einen ist das schon ein sehr großer Schritt. Für jemand anders, der sagt, na gut, ich kenne den zwar nicht, aber ich sage mal Hallo, mag das genau dieser kleine Schritt sein. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann macht man den nächstgrößeren. Ja. Nächster Vorschlag von ihm ist, visualisiere deine Fortschritte. Und ich glaube, da wird er ja hinterher, macht er noch einen sehr konkreten Vorschlag, wie man das machen kann. Dann reflektiere immer wieder und feiere Erfolge. Wir sind es gewohnt, uns auf Themen und Probleme zu fokussieren, und dies kann eine Abschreckung sein. Es ist daher wichtig, regelmäßig über den Fortschritt, den du machst, zu reflektieren und dich selbst in einer Art und Weise zu belohnen, die beinhaltet, dass du stolz bist auf das, was du erreicht hast. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man immer wieder sagt, hey, auch wenn es ein kleiner Schritt war, aber ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe auch den kleinen Schritt hinter mich gebracht und bin da ein Stückchen erfolgreicher. Rechne mit Rückschlägen. Alles Lernen und jede Entwicklung beinhaltet auch Herausforderungen und Fehler. Strukturiere deine Umgebung. Eine Menge dessen, was wir tun, geschieht impulsiv und unüberlegt, sind unbewusste Entscheidungen als Antwort auf Trigger, die uns umgeben. So, und da glaube ich, hat er sicher recht. Wir sollten aber aufpassen, dass wir diese Trigger, die aus der Umgebung kommen, auch aufnehmen, denn oftmals sind die ganz hilfreich, und man kommt damit nämlich so aus dem eigenen Saft raus, wenn man sich von anderen noch inspirieren lässt, ohne dass das geplant war. Nur Dann positive Störungen. positive Störung, genau, sehe ich auch so. Finde einen Freund,
ob es ein einfaches Gespräch darüber ist, was du versuchst zu erreichen oder die gemeinsame Bewältigung eines Prozesses. Unterstützung von jemand anderem kann dir helfen, die Herausforderung zu bewältigen. Zeichne die Art und Weise, wie du möchtest, dass dein Leben sein soll. Ja, das geht jetzt schon in die Arbeit. Geht jetzt die Übung. Ja, das, genau, ja, ja. Das wäre jetzt die Arbeit. Das müssten wir jetzt tun. Genau. Mhm. Ja. An der Stelle vielleicht mal Hallo an die Freunde, in Anführungszeichen, die jetzt im Call sind, Herbert Just und die Stefanie. Wir haben ja auch welche im Call, die da ganz fleißig immer dabei sind. So, danke, dass ihr da auch live dabei seid. Ja. So, dann nehmen wir uns jetzt mal so 2-3 Minuten und Harald, falls du Lust hast, noch irgendwas dazu zu erzählen, machen wir. Ich werde jetzt nicht in jedes Einzelne reingehen, weil du hast jetzt auch schon vorgelesen, von daher suche ich einfach ein paar raus und würde zu denen vielleicht ein bisschen Beispiel auch nochmal sagen. Das eine hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, also den ersten Punkt, zeichne die Art und Weise, wie du möchtest, dass dein Leben sein soll. Das war ja der Brief an mich selbst. Da hatten wir, glaube ich, schon mindestens in 2 Calls. Antje, du hast da auch schon ganz viel darüber erzählt, was das denn bringt. Ich hatte auch mal in einem Call vorher erzählt, dass wir das in einer Coaching-Ausbildung mal auch gemacht haben, dass das sehr, sehr viel bringt. Einerseits die Arbeit zu überlegen, ich bin in der Zukunft und schaue auf mich selber zurück. Was ist wichtig? Was ist relevant? Wie würde ich mich gerne sehen? Und dann zeigen sich die Schritte quasi schon allein dadurch, dass man diesen Ist-Zustand im Kopf sich vorstellt. Also da kann man sich einfach diese Aufzeichnungen mal anhören. Damit ist in der Regel ein Brief gemeint. Es gibt aber auch Leute, die das wirklich mit Zeichnen dann ernst meinen. Und mal überlegen, wie sieht denn das in der Farbe aus, meine Zukunft? Ist es eher eine düstere Farbe? Ist es eine helle? Welche Farben sind es? Was sagen diese Farben aus? Also da kann man quasi eine bunte Farbpalette hinlegen und schauen, was passiert denn da so im Kopf? Also über quasi die künstlerische Herangehensweise. Die erreichbaren Ziele, da gibt es ja so eine Methode, SMART-Ziele, wenn man das mag. Also da gibt es ja verschiedene Methoden, sich diese Ziele genauer zu beschreiben, dass die wirklich auch nachhaltig sind, dass sie erreichbar sind, dass sie in einer bestimmten Zeit sichtbar sind, dass sie messbar sind und so weiter. Da würde ich jetzt auch nicht so näher drauf eingehen. Die kleineren Schritte hatte ich gerade schon mal erzählt. Die Visualisierung der Fortschritte schauen wir jetzt dann gleich nochmal an. Ich bin jetzt nicht so der Freund von großer Werbung für irgendwelche Apps oder sowas. Ich bin aber nicht der große Freund von den Tabellen. Also ich brauche sowas, wenn mich was erinnern soll, das einzige Drum, das ich immer dabei habe, ist mein Handy. Und ich irgendwann hat mir meine Assistentin oder besser gesagt eine Praktikantin, wenn man das jetzt sehen kann, so eine App gezeigt, die heißt hier Today. Und das ist ein Gewohnheitstracker für Ziele und Übungen. Und dieses Ding kann man quasi irgendwie einstellen. Das ist auch für die App, für die Apple Watch, wenn man das hat, oder es gibt sicher auch für Android und die anderen. Also da gebe ich im Endeffekt so diese ganz kleinen Sachen ein und dann erinnert mich dieses Ding daran. Der eine oder andere kennt es vielleicht an der Uhr. Also ich bin halt mit Apple da unterwegs und da gibt es halt so Dinger, die man setzen kann, dass man atmet, dass man aufsteht ab und zu und so weiter. Das sind ja schon so kleine Gewohnheiten mit dieser Visualisierung der Fortschritte. Also wenn man das in der App hat, die gibt einem natürlich dann nicht nur den Impuls, es zu tun, sondern ich kriege danach eben genau auch diese schöne Statistik, okay, heute bist du 9 von 12 Stunden wirklich auch aufgestanden oder eben du hast jetzt da deine Atemübungen gemacht oder wenn man irgendwas anderes dann da einträgt in diese App, kriegt man halt dann wirklich auch so Punkte und also je nachdem, wer man damit steht, ich finde sowas besser, als mir jetzt irgendwie einen Excel-Chart zu malen und das dann jeden Tag aufzumachen. Also das ist jetzt nicht so meins. Aber wer das natürlich mag, da kann man sich natürlich auch frei entfalten. Mir ist da die Zeit zu kostbar, dass ich mir das jetzt alles nochmal neu malen würde. Mhm. Man kann es aber natürlich auch ganz einfach halten, wie wir unten in der Übung dann sehen. Mhm. Reflektiere immer wieder und feiere Erfolge. Also wir haben das jetzt gerade bei unserem Projekt gemacht. Das ist jetzt quasi so in dem ersten Drittel. Wir haben das Gesamtprojektteam wieder zusammengeholt, haben wirklich auch abends sind mit denen essen gegangen, quasi so als eine entsprechende Einstimmung, war kurzzeitig auch vorher noch ein Workshop vom Teil der Gruppe und am nächsten Tag haben wir die Session wirklich damit angefangen, dass man also ganz explizit einen Erfolg, also eine jetzt bist du weg. Ich bin weg? Jetzt. Karl-Heinz, hast du? Ja, ich höre ihn jetzt durchgehend. Ja, jetzt eben hatte ich mal ganz kurz weg. Aber vielleicht nicht jetzt einmal. Also wir haben im Endeffekt dann wirklich mal darauf hingewiesen, was alles schon erreicht worden ist, haben die Leute im Endeffekt dann auch persönlich begrüßt so ungefähr und haben gesagt, schau mal, das ist das, was du schon geschafft hast.
und wir können doch schon mal da auf das und das stolz sein. Und das war am Anfang, hast du richtig gemerkt, das war so irgendwie, da hat man sich so gegenseitig angeschaut und gesagt, wir sind doch noch gar nicht fertig. Wieso ist denn da jetzt schon so ungefähr, wieso sagt denn jetzt schon Danke dafür? Es ist noch nicht fertig. Und dann sagt, ja, aber wenn ich warte, bis es fertig ist, dann seid ihr schon alle im nächsten Projekt. Mhm. Also lass uns doch wirklich auch zwischendrin mal, wenn man etwas erreicht hat und das, also im Corporate-Umfeld, im Organisationsumfeld, ist dieses Mal anschauen, mal zurückschauen kurz und sagen, schau mal hin. Hätte man nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen, dass wir das überhaupt schaffen, dass wir es in der Art und Weise mit so wenig Ressourcen, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wo man sich das auch anschauen kann. Und diese Reflexion und Erfolge feiern. Wir haben ein Feedback von den Leuten gekriegt, wir haben dann ein Video gedreht, wo das Core-Team im Endeffekt das Projekt erklärt hat und auch so gezeigt hat, was es ist, relativ professionell, aber auch eben mit dem Hintergedanken Wertschätzung und haben denen das Video quasi präsentiert am Anfang und haben gesagt, unser Ziel ist es, dass ihr auf das, was wir machen, hier stolz seid. Und das hat denen so anscheinend noch nie jemand gesagt, dass sie auf ihre Arbeit stolz sein sollen. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, sehr komisch, aber das einfach mal anzusprechen, ist, glaube ich, ja, eigentlich eine Führungsaufgabe, glaube ich, eine ganz normale. Hier kann man das richtig schön üben im Circle oder dann eben mit anderen Leuten. Mhm. Ja, Rückschläge, das kann man, damit kann man rechnen, man kann die aber auch vielleicht feiern. Weil wenn man keine Rückschläge hat, könnte ich jetzt mal ganz spitz sagen, dann habe ich auch kein großes Risiko eingegangen. Also ich würde einfach mal sagen, wenn jemand einfach was Neues probiert, größere Ziele erreichen will, dann ist es irgendwie vorprogrammiert, dass es da auch irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und, damit zu rechnen ist das eine, dass man sagt, ja, das ist klar, kann passieren, blöd. Oder man sagt, hey, das hat jetzt nicht funktioniert, dieser Rückschlag ist mein Lernerfolg. Ich weiß jetzt, dass in dem Kontext das nicht funktioniert hat, aber dann ist der Rückschlag was Positives. Das hat für mich nichts mit Fehlerkultur zu tun, wie es im Moment ganz oft verwendet, aber für mich falsch übersetzt ist, sondern mit einer Experimentierkultur, in der ich scheitern darf oder sogar soll, um zu zeigen, hey, ich habe mich hier was getraut. Das ist leider in Deutschland sehr negativ belegt, das ist dieses Scheitern oder dieses ja, etwas nicht zu erreichen, diesen Rückschlag zu haben. Ich finde deinen Satz interessant. Wer keine Rückschläge hat, hat, was sagtest du, hat sich nicht... leicht zu wenig riskiert. Hat sich leicht zu wenig riskiert, genau. Das sollten wir nochmal irgendwie hinterher auch mit in die Texte nehmen beim Veröffentlichen. Also man muss das natürlich, also ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil in dem Umfeld, wo ich jetzt unterwegs bin, geht es natürlich auch ganz viel um Kreativität, um Transformation, um neue Dinge zu etablieren. Wenn jemand ein ganz normales Projekt macht oder sowas, wo alle erwarten, dass es funktioniert und sowas, da würde ich jetzt, man muss das schon im Kontext anschauen. Es gibt viele Dinge, da würde man sich wünschen, dass die Qualität hoch ist und dass die Rückschläge vorher geplant nicht passieren. Also das muss man schon immer fairerweise in Kontext setzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn bei uns irgendjemand ABS-Elektronik baut, dass der doch bitte schaut, dass er seine anständigen Rückschläge hat, sonst hat er kein Risiko eingegangen. Nein, da wollen wir kein Risiko. Das soll Qualität oberstes Gebot sein. Also ich muss mir ganz genau anschauen, wo das stattfindet. Also den Kontext würde ich mir wünschen, dass man diese Sätze in den Kontext zieht und nicht als ganz allgemein nimmt. Na gut. Aber danke für den Hinweis. Also weil das muss man oft schon richtig stellen, weil selber ist man natürlich in einem bestimmten Kontext unterwegs. Da ist es absolut stimmig. Aber wenn man das dann natürlich promotet und einer nicht zuordnenbaren Zielgruppe zur Verfügung stellt, dann muss ich mir halt überlegen, hey, ist zu der Aussage nicht vielleicht doch irgendein wichtiger Kontext notwendig? Mich regt jetzt nochmal das an, was zum einen jetzt im Skript sozusagen steht und was du jetzt auch nochmal gesagt hast, Harald, also vorher auch dieses... Zum Beispiel zu große Ambitionen können leben. Also ich habe völlig vergessen, was eigentlich in den letzten Wochen noch bei mir passiert ist. Also unter anderem, dass ich ja einmal im Jahr so eine Klosterzeit mache und in der Zeit ja wirklich dieses tiefe Runterkommen ist. Da hatten wir dann genau dabei ja gerade die Pause, die dann dazu führt, dass man sich erstmal wieder, also dass man mal reflektiert wieder, was alles gewesen ist. Also nochmal intensiv eben auch Erfolge feiert, Dankbarkeit spürt für das, was man überhaupt hat, weil natürlich automatisch man auch an, also ich zumindest immer auch an der Liturgie mit teilnehme und dergleichen und auch wieder so einen tiefen Zugang zu mir habe und wo ist eigentlich der Weg, weil ich habe ja sehr stark
große Ambitionen gehabt, irgendwie was ganz Großes zu machen und habe dann manchmal dieses tägliche vergessen, also das, was da ist. Also zum Beispiel, was mal ganz simpel, ich habe immer das Ziel gehabt, ich muss eine riesige Firma und das alles aufbauen und habe dann teilweise Sachen, die auf dem Weg waren, sei es irgendwie Coaching-Kunden und so weiter, gar nicht genommen, weil ich sie gar nicht haben wollte, weil ich immer dachte, oh, wenn das Große kommt, musst du bereit sein. Und das hat sich jetzt leider, also auch aufgrund dessen, dass ich da ein Jahr lang sehr intensiv an einer Geschichte mitgearbeitet habe und die sich ja zerschlagen hat und was auch gut so ist, weil es auch nicht gepasst hätte dann. Aber es hat mich eben gelähmt, also um hier und jetzt zu sein, was zwischendurch jetzt auch mal wirklich eine schwierige Situation bei mir ausgelöst hat. Aber wiederum, wenn ich das jetzt reflektiere, einen unglaublichen Lerneffekt hatte und aber auch nicht in Frage stellt, dass man nicht große Visionen haben darf. Nur man muss eben ab und an immer gucken, ob das jetzt in der Realität auch geht. Und diese kleinen Schritte finde ich eben dann doch nochmal wichtig. Und irgendwie merke ich, seitdem ich dieses ganz Große erstmal ein wenig losgelassen habe. Das heißt nicht, dass ich das immer noch weg habe oder so, aber einfach sage, okay, guck mal erstmal, was jetzt ist. Fangen die Dinge plötzlich an zu fließen und geht ganz einfach wieder voran. Ja, jetzt sehen wir dich, ja? Ja, ich probiere es mal wieder mit meinem Video. Vielleicht ist die Bandbreite jetzt wieder besser. Ja, wir müssen aber jetzt langsam ein Stück vorankommen. Gibt es von dieser Aufgabe, von dieser Übung 2 von dir, Antje, noch was, was du dazu sagen möchtest, was du noch davon übernimmst? Weil du hast es eben auch schon so ein bisschen ausgeführt, ne? Ja, also jetzt, ich sage ja mit Rechnen mit Rückschlägen, also sicherlich in der Form eben auch, dass die Dinge nicht immer geradlinig laufen und dass manche Ziele eben auch so ein bisschen im Zickezacke sind. Und was ich vielleicht nochmal so als gute Anregung finde, was ich, dieser Brief an mich selbst ist ja etwas zum Beispiel, was wir in der Zukunft, also stark nach vorne gerichtet machen. Es gibt noch eine ganz kleine Übung, die man auch regelmäßig machen kann. Das machen wir regelmäßig auch in dieser Klosterzeit, dass man den Tag, also wirklich den folgenden Tag beschreibt. Also nicht nur wirklich die große Vision, sondern eben wirklich sagt, also was soll am nächsten Tag passieren, dass man ein Tagebuch führt in Bezug auf die Zukunft, im Hinblick darauf sagt, ich würde bevorzugen das. Und dann sagt man, also morgens wache ich auf und morgens meditiere ich. Also so, also man beschreibt aber, es war wunderbar heute, also jetzt mal heute haben wir Montag, also ich will jetzt Dienstag schreiben. Ich habe morgen die Möglichkeit gehabt, konnte hier vorne, was weiß ich, in diesem wunderschönen Hotel noch schwimmen gehen oder was auch immer, bevor dann der Workshop losging. Und ich beschreibe das und genau diesen gleichen Sog, den man aus dieser großen Vision hat, wird es wird irgendwie ein bisschen verbindlicher, was man sich auch vornimmt. Und selbst wenn man am Abend darauf guckt, ist es eingetreten oder nicht, dann gab es halt bestimmte Gründe, die dazu führten, dass es nicht eingetreten ist, weil es irgendwas anderes, Attraktiveres gab, was man dann machen konnte. Aber durch dieses Trainieren, vor allen Dingen eben reflektieren, weil ich setze mich ja abends hin und schreibe das, führt es einfach zu mehr Struktur und mehr Richtung. Also geistig auf den Geschmack kommen. Genau. Ich sage ja immer, der Körper oder die Gedanken sind der Auftrag an den Körper. Das hatten wir ja schon mal auch bei der großen Geschichte. Und das funktioniert da auch. Also unsere inneren Bilder eigentlich programmieren. Neurowissenschaftlich ist es ja genau das. Ja? Ja, ich habe nochmal über mein großes Ziel nachgedacht. Das bleibt nach wie vor immer das Gleiche. Ich klingt immer so ein bisschen vermessen. Ich will Lernen in Organisationen verändern, so mit dem Spruch, das Lernen den Lernenden wieder zurückzugeben. Aber das kann ich natürlich nicht alleine und dafür brauche ich ganz viele andere. Mein ganzes Streben geht ja immer dahin, ganz viele zu infizieren, die jetzt wiederum von der Idee überzeugt sind und andere infizieren. Und im Moment bin ich so richtig auf einer schönen Bestätigung durch den Mukaton und durch den Hackathon, der jetzt am Ende auch noch war. Und ich habe ja das Corporate Learning Camp noch vor mir. Und was mich sehr freut, ist, dass dieses Corporate Learning Camp also wahnsinnig nachgefragt ist, dass wir
jetzt schon vor Wochen ausgebucht waren. Und es tut mir richtig leid, all denen, die jetzt da auch noch aufspringen wollen, eine Absage erteilen zu müssen. Ja, aber irgendwie ist es ja auch ein schönes Gefühl, dass es sich rumgesprochen hat, dass es sich wohl lohnt, zu so einer Veranstaltung zu kommen, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt und so damit die Bereitschaft mitbringt, sich mal infizieren zu lassen von anderen. Ne? Und das freut mich ganz besonders, denn das werden sicherlich Leute, also ich erlebe ja immer, dass die ganz fasziniert sind und sagen, hey, sowas muss ich entweder nochmal erleben oder ich muss es selber mal machen oder so. Und damit, glaube ich, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ja, gratuliere auch dazu. Ja, also im Wenn Moment so bin ich. frühzeitig ausgebucht, das ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja, also hier ist das siebte Camp. Wir hatten das im letzten Jahr zum ersten Mal. Vorher hatten wir bis zum letzten Tag auch immer darum gekämpft, dass wir unsere Teilnehmerzahl einigermaßen voll kriegen. Ne? Also da lagen wir so bei um die 200. Ich wollte die 250 mal erreichen, die habe ich aber praktisch nie erreicht. Und jetzt geht es so richtig durch die Decke. Also es braucht immer eine Weile, bis sich sowas so rumgesprochen hat. Insofern bin ich im Super. Moment ganz glücklich. Ich feiere im Moment meine Erfolge. Ich merke das schon. Sehr schön. Ja, machen wir weiter. Dritte Übung, erstelle dein eigenes Fortschrittschart. Hier macht schon Stepper ja einen Tabellenvorschlag. Da hast du ja schon gesagt, Tabelle ist nicht so deins. Hast schon gesagt, Harald, dass du es ganz anders machst mit so einer App. Ich mache es auch ganz anders, bin auch kein Tabellenfan. Mein Fortschrittschart ist, ich habe euch schon mal beschrieben, diese tägliche Füllerliste. Also diese Aufgabenliste, die relativ kleinteilig ist, und die jeden Tag neu geschrieben wird. Und wenn man Dinge dann dreimal geschrieben hat, dann merkt man verdammt nochmal, jetzt mach's endlich. Und damit sehe ich so meinen Fortschritt. Ich sehe nicht, was jetzt schon alles erledigt ist. Das ist der Nachteil, weil ich die Liste danach wirklich wegschmeiße. Aber man hat ja einen Kopf, wo man hin will. Also mir geht es zumindest so, ich habe einen Kopf, wo ich hin will und ich habe auch im Kopf ungefähr, wie weit ich da stehe. Ich brauche da keine Hilfsmittel so mehr von außen. Aber die Liste, die ist sehr hilfreich und anspornend, ja. Ja, John sagt ja auch, also ich lese das auch so, dass das eine Liste ist, die man in der physikalischen Welt haben soll. Also Excel ist jetzt da vielleicht auch grundsätzlich nicht genau das richtige Tool. Und die Wahl dann, will ich das Chart irgendwo in meiner Schublade haben oder irgendwo in meinem Schrank innen. Jedes Mal, wenn ich den Schrank aufmache, sehe ich es. Oder sogar wirklich an meinem Arbeitsplatz hängen oder keine Ahnung, am Spiegel an der Garderobe jeden Tag, wenn ich vorbeigehe. Ah, ja, da muss ich noch was machen. Oder das habe ich schon erreicht. Also das hat natürlich sehr viele Facetten. Und vielleicht kann man das auch irgendwie gestalterisch machen. Ich habe schon Leute gesehen, die haben sich dann Punkte geklebt dafür. Also die haben im Endeffekt daneben halt irgendwas hingelegt, wo sie sich selber so kleine Fleißkärtchen hinkleben oder sowas, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Also ich glaube schon, dass das da viel Potenzial drin ist aus der Richtung, ich erinnere mich, ich mache mir klare Gedanken dafür, ich strukturiere mich und ich habe eine Nachverfolgung dazu. Ja, Antje, hast du auch noch einen Tipp für so eine Fortschrittsliste oder Chart? So das Gefühl, die Antje ist rausgeflogen. Antje, dein. Ja, du bist weg. Okay. Die versucht bestimmt gerade wieder reinzukommen, obwohl sie Genau. irgendwie ist sie ja noch bei uns. Ja, wir machen einfach weiter. Wir nehmen Genau. dann vier, die Übung vier, Verletzlichkeit. Ich habe die Übung mit dem Titel nicht in Verbindung bringen können, Harald. Vielleicht kannst du mehr dazu erzählen. Ich habe mir dann aber dieses Video angesehen, diesen TED-Talk von der Dame, die er da beschrieben hat. Und das hat mich überzeugt. Aber ja, das ist etwas, was ja, ein bisschen schwer nachzumachen ist. Ne? Also dieses Thema Verletzlichkeit. Also sie sagt ja, ich stelle mich wirklich hin, schaue den Leuten in die Augen und äußere eine Bitte. Und sie sagt auch als Musikerin, ich stelle mich auf die Bühne und mache das umsonst und äußere anschließend die Bitte, indem ich in dieses Publikum gehe mit einem Hut, bitte unterstützt mich dafür. Und das hat sie ja offensichtlich sehr professionell und sehr weit vorangebracht, sodass sie davon gut leben kann und damit ein exzellentes Vorbild ist. Und sie sagt, dass sie damit eine Verbindung zu ihrem Publikum hat,
die ihr ganz wichtig ist und die dieses ganze Modell auch trägt. Und diese Verbindung zu den anderen, das ist so das, was uns jetzt hier beim Working Out Loud Circle wieder interessieren könnte, ne? Also diese Verbindung, indem man etwas gibt und dann hinterher, wie Sie, sogar direkt bittet. Also Ja, vielleicht. also es steht ja über diesem Circle oben drüber, mach's zu deiner Gewohnheit. Also die eine Verbindung ist sowas nicht einmal zu machen und dann habe ich es jetzt gemacht, ist es fertig, abgehakt, sondern wirklich man könnte es auch anders formulieren, Verletzlichkeit, mach's persönlich. Und werde als Mensch sichtbar. Werde als jemand sichtbar, der nicht vollkommen ist. Werde als jemand sichtbar, dem jemand anderes gerne helfen will. Und zwar nicht in Form von, weil ich einfach nicht kann oder weil ich jetzt damit mein Ego runterfahre oder irgend sowas, sondern es ist doch wirklich so. Es gibt so viele Dinge auf diesem Planeten, was man nicht kann, was man nicht können kann. Wir haben aber speziell im Organisationsumfeld eigentlich gelernt, wir müssen immer professionell sein, wir müssen immer eigentlich Antworten haben und wenn, dann macht man ein Projekt oder ein Meeting oder sowas. Also das hat alles irgendwie so eine Unpersönlichkeit, so eine Methodik bekommen. Und das, was da, also so lese ich das auch jedenfalls auch raus und ich auch, was das Video angeht, in dem Moment, wo man hergeht und sagt, Leute, ich erreiche meine Zielgruppe nicht oder ich habe nicht genügend Geld dafür, das und das habe ich jetzt schon gemacht. Das wäre mein nächster Schritt. Also Kickstarter, könnte man sagen, ist das Geschäftsmodell davon. Ich erlebe das sehr, sehr oft oder habe das sehr oft erlebt, wie wir damals das Thema Enterprise Social Networking eingeführt haben. Ich hatte einmal wirklich einen Fall. Ich war eingeladen auf eine sehr, sehr große internationale Konferenz in Amerika und ich habe mich toll vorbereitet. Ich habe alles gemacht, was man irgendwie machen kann und habe dann irgendwie so an dem, ich sollte, glaube ich, am Freitag sollte ich fliegen oder am Samstag fliegen und habe am Freitagabend irgendwann dann mein Zeug so irgendwie zusammengepackt, mal überflugsmäßig und habe gesagt, ja gut, Reisepass steckst auch noch mit rein. Und habe den dann aber aufgemacht und habe festgestellt, dass der 2 Jahre abgelaufen ist. Und ich habe für alles, habe ich irgendwelche digitalen Reminder seit Jahrzehnten, kann man wirklich schon sagen, seit 96. Und das ist mir irgendwie durchgelaufen. Und ich war aber in dem Jahr schon in zig anderen Ländern, weil ich ja ständig unterwegs war. Ich habe das ESTA ausgefüllt, dieses Visum von Amerika. Und da muss man ja seine Passnummer angeben. Weil ich damals aber noch in Hannover war, hatte ich da meinen Personalausweis, die Nummer angegeben und die haben das akzeptiert. Also bin ich davon ausgegangen, passt schon. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass mein Reisepass vielleicht da wichtig wäre, wenn ich nach Amerika gehe. Und am Freitagabend, also ich habe alles in Bewegung gesetzt, was so ging. Aber es ist keine Chance. Also, wenn du ein Visum brauchst unter 3 Tagen, ist überhaupt nicht denkbar. Also, das ging einfach damals nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Und das war ganz am Anfang, wie wir mit Social Media angefangen haben. Und habe ich gesagt, ich habe da schon einen persönlichen Blog dort. Wir hatten, also das war schon verfügbar. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe das beschrieben, was mein Problem ist. Und habe gesagt, okay, blöd gelaufen, sau natürlich, aber was kann ich jetzt das Beste draus machen? Ich habe jemanden gesucht, der dafür sorgt, dass die Keynote trotzdem gehalten wird. Ich habe gesorgt dafür, dass die Reisekosten so gut wie möglich storniert werden oder so, dass da jetzt nicht so viel Geld verloren geht. Ich habe alle Leute informiert darüber. Dann habe ich eine Checkliste geschrieben, was man alles tun muss, wenn man nach Amerika fliegt und was alles nicht geht, dass die anderen einen Mehrwert davon haben. Also ich habe mir das in Anführungszeichen meinen Charme schon was kosten lassen sozusagen und habe versucht, im Rahmen dieser Entschuldigung sozusagen, weil ich wäre eine Woche lang in Amerika gewesen, also es wäre richtig toll gewesen natürlich, und das hatte ich ja alles nicht mehr. Also Möglichkeit eins wäre gewesen, ja, ich bin ausgerutscht, habe mal Steiß geprellt, ich kann nicht fliegen, hätte kein Mensch irgendwas gesagt. Wäre völlig klanglos. Nee, ich habe gesagt, ich will da ehrlich sein, ich will das wirklich eine Schwäche da zugeben. Es ist natürlich völlig nur mein eigener persönlicher Fehler. Und habe das in einem Blogpost geschrieben und habe das bei Conti komplett offen veröffentlicht. Und habe gesagt, so, und jetzt müsst ihr über mich richten am Montag, was ich hätte anders, klar, was ich anders machen kann, ist klar, aber was dann passiert. Und es war sehr, sehr spannend. Also es war wirklich innerhalb kürzester Zeit Feedback ohne Ende bekommen. Ein kleines Fünftel vielleicht haben gesagt, okay, also du kriegst nie wieder einen Job in der Firma, weil wer so blöd ist. Das kam dann meistens eher immer so ein bisschen so hinten rum. Die meisten haben sich bedankt, dass sich mal jemand traut, einen Fehler zuzugeben, oder die gesagt haben, oh, danke, ich habe gerade meinen Reisepass nachgeschaut, meiner ist auch abgelaufen. Es waren mindestens 1 Dutzend Leute, die mir gesagt haben, ist mir auch passiert, würde ich nie sagen, mich trauen. Also das hat so eine Welle losgelöst.
Ich bin noch in der Firma, ich habe noch Projekte gekriegt, also es hat mir jetzt nicht so viel geschadet, aber ich hatte das Gefühl, dass mit dem Outing sozusagen eines Fehlers ganz, ganz viel passiert ist. Und die Checkliste übrigens, die ist inzwischen riesengroß, die gibt es inzwischen, glaube ich, für 20 Länder, also inklusive Impfungen und Währungswechsel und weiß der Teufel was alles. Also das ist gewachsen, weil das für viele Leute irgendwo einen Mehrwert gegeben hat. Und von daher, also ich bin im nächsten Jahr dann eingeladen worden, trotzdem noch von der Firma und durfte trotzdem noch meine Keynote halten. Also es ist alles quasi dann zum Guten gegangen. Aber es hat angefangen mit dem, ich sage jetzt mal, kleinen Mutanfall zu sagen, ich stehe mal zu einem Fehler oder ich stehe zu einem Problem, und habe das dann im Endeffekt damit den Leuten die Angriffsfläche geboten, zu sagen, ihr könnt mich jetzt quasi verbal oder per Kommentare vernichten oder ihr könnt einfach sagen, wie auch immer. Und das Gesamtfeedback war extrem positiv darauf. Ah ja, so macht es Sinn. Also praktisch in dem Falle, wo man selber Fehler gemacht hat, auf seine Fehler auch ganz deutlich hinzuweisen und zu sagen, ja, tut mir leid, ist mir wirklich passiert und so, damit es anderen nicht passiert, gebe ich gleich ein paar Hinweise. Das heißt, so eine Situation hat man nicht jeden Tag, ne? Also jetzt in der Übung wird es vielen schwerfallen, jetzt gerade den Punkt irgendwie auszufüllen, weil wenn Ja. nicht aktuell so eine verletzliche Situation da ist, kann man sie auch nicht darstellen Also da oder hast du recht, benutzen. Karl-Heinz. Also ich wollte jetzt bloß meine wirklich gefühlten extreme Position dazu zeigen, was da reinkommt. Das, was ich mir zur Gewohnheit gemacht habe, ist wirklich zu fragen. Und das war ganz am Anfang, 2011 sollte ich ein Change Management Konzept aufbauen und habe ganz am Anfang dann auch, ich habe die Frage gestellt, wer kennt denn gute Change Tools? Und dann kam davon auch hintenrum eine Welle an meine damaligen Chefs zurück, so und habe dann da eingestellt, der kennt keine Change Tools. Also das war einfach für die völlig ungewohnt, dass jemand einfach nur fragt. So, und das, aber hinten, also vorne rum, ist daraus dann ein toller Dialog entstanden und am Schluss dann eine Community mit über 2.500 Leuten, die dann mit mir gemeinsam ihre Erlebnisse mit Veränderungsmethoden und Tools und Werkzeugen diskutiert haben. Also diese Frage hat eine ganz lange Lernreise initiiert. Nicht bei jedem, aber und so eine Frage stellen, auch wenn man selber schon eine Idee hat. Ich glaube, das kann man jeden Tag im Kleinen machen. Ich habe heute früh die Frage gestellt, ich muss jetzt eine Präsentation zusammenbauen. Was würde euch interessieren jetzt zum Thema Change, Leading Change? Klar, also das können jetzt Leute antworten, müssen aber nicht, aber könnte auch sagen, Moment mal, wieso braucht er uns, um seine Präsentation für eine Keynote zu bauen? Ich glaube einfach an den Reichtum von Diversität. Aber du sagst da was mir immer wieder auffällt. Es braucht einfach eine hohe Reife, um es mal an diesem Punkt zu sagen. Einfach auch dieses Gefühl, ich frage die anderen, könnte ja bei vielen, und es ist ja leider auch so, dieses Gefühl, also eben, was du gerade gesagt hast, oh, der kann das nicht, der braucht da noch Input und so weiter. Und das heißt einfach, du musst innerlich wirklich dieses Selbstwertgefühl auch haben. Ja klar, ich habe das, aber trotzdem kann man doch eben noch Dinge dazu nehmen. Und das fällt, glaube ich, extrem vielen Führungskräften auch schwer oder nicht nur Führungskräften allgemein. Ich erlebe das ganz oft auch so unter Kollegen. Manchmal so denke, wir faseln da immer in so einem Zeug oder auch, ich habe jetzt eine größere Moderation gemacht, da wurde dann immer nur über diese Rolle gesprochen und die Rolle. Und ich denke so, ey, redet doch mal Klartext, was das bedeutet, ja? Welches Tun dahinter steht und, und. Und dann werden immer so Wörter reingeschmissen. Und keiner blamiert sich, will sich blamieren und mal fragen, ja, was meinst du denn wirklich damit? Ja, und wir haben das jetzt zum Beispiel in einem Projekt dann mal so gehabt, dass eine Kollegin zeitgleich mit mir, wir sind dann auf die Idee gekommen, dann bei dieser einen Geschichte mal so eine Aufstellung zu machen, so skalierungsmäßig. Also die Leute laberten die ganze Zeit über Dinge, von denen sie glaubten, sie reden von dem Gleichen. Und wir haben dann auch die Führungskraft ganz begeistert und toll, auch die sind ja alle einer Meinung. Und dann habe ich gesagt, ich sehe das hier ganz anders. Ich sehe, hier ist unglaublich was los. Ja, und dann haben wir eben einfach mal die Frage gestellt, wer glaubt, das steht dahinter und das steht dahinter. Und dann gab es ein völliges Wirrwarrbild, was aber gut ge getan hat, weil es erst diese ganze Verwirrung eigentlich dargestellt hat. Und dann konnten wir endlich mal sagen, so, können wir jetzt mal Klartext reden, worum geht es eigentlich? Ja, weil sich keiner eigentlich getraut hat zu fragen, was steht ihr denn dahinter? Ja, und das war eine richtig große Gruppe, Ja, die auch glaube ich. richtig was zu erleben und zu sagen hatten. Also das ganze HR-Bereich. Ja.
Aber eben, braucht halt so ein Gefühl von entweder Naivität, oft wird das den Leuten ja so unter Naivität, auch ja, jetzt fragt er und so, aber es hat etwas mit innerer Größe zu tun oder Reife. Na gut, aber das ist das, was wir ja in dem ganzen Thema Leadership und sowas jetzt schon seit Monaten oder Jahren fast rauf und runter beten. Wir gewinnt, wir kann nicht funktionieren, wenn einer alles weiß. Ich glaube, dass die Führungsrolle sich dahingehend, ich habe überlegt, ob das jetzt nicht zu platt wäre, aber man könnte schon sagen, früher standen Führungskräfte für Antworten. Heute stehen gute Führungskräfte für gute Fragen. Das ist gut. Warte, das schreibe ich mir auf. Was kann ich? Ja. Komm mal, was Ich ist schreibe es auf Twitter das? dann dran. Standen, was hast du gesagt? Standen Führungskräfte für Antworten? Heute stehen sie für gute Fragen. Oder sollten sie vielleicht für gute Fragen stehen? Gute Fragen. Ich mache morgen, ich schicke dir den Flipchart Ich freue mich drauf. ab. Ja. Gut. Ja, wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Checkout für die Woche. Schauen wir noch mal. Nächste Woche ist noch so ein bisschen unklar. Da unterhalten wir uns vielleicht nach der Aufzeichnung noch mal drüber. Ich gehe mal davon aus, die nächste Woche findet statt. Möglicherweise, Antje, du bist nächste Woche auch nicht da, oder? Ich wäre ja dann, wenn ich wüsste, wo ich Ach hingehen so. sollte, Ach so, wäre ich ja da bei Winfried. dann könnte es sein, dass wir die dann irgendwie verschieben um eine Woche. Dann würden wir noch, ja, dann können wir gleich beschließen, wir verschieben sie eine Ja, Woche, dann ja. sonst wir auf alle Fälle zu wenig. Also nicht am nächsten Montag, sondern der 11. Working Out Loud Circle wird dann heute in 14 Tagen stattfinden und der 12. wird dann danach stattfinden. Wir ändern die Termine wieder auf der Corporate Learning 2025 Muckathon Hauptseite. Ganz unten ist Working Out Loud drauf und da stehen die Termine mit den Links dann jeweils drauf. Ja, wollt ihr noch kurz irgendwie sagen, was ihr euch für die nächsten 2 Wochen dann vornehmt? Magst du wieder anfangen, Antje, oder soll ich? Mir ist übrigens eingefallen, dass ich ja noch was zwischendurch gemacht hatte. Das wollte ich nochmal. Ich habe nämlich einen Fachartikel geschrieben, was ich ja hasse wie die Pest, und habe mich da durchgequält mit einer Woche schlaflose Nacht und dann auch noch festgestellt, dass ich 2000 Zeichen zu viel hatte, statt die vereinbarten. Also, ich habe mich auch weiterhin gezeigt, das nur an dem Punkt. Und an der Stelle will ich eben dann auch letztlich weitermachen und hoffe, dass da auch Montag oder dann auch Karl-Heinz da in Frankfurt auch die Gelegenheit ist. Und da habe ich ja vor, so eine Session da nochmal einzutragen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ne? Haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber dafür brauchst Welche du keinen Ideen? richtigen Fachartikel schreiben. Da reichen Nee, wenige das nicht. Zeilen. Aber ehrlich gesagt, ihr wisst ja, was mein Problem ist, an der Stelle mich zu zeigen mit meiner These, die ich da auch habe. Das bezieht sich ja auf Veränderungen und Einbeziehung von Älteren oder Jüngeren. Wer ist der bessere Gänsefüßchen? Den kann man eher erreichen. Also da will ich dranbleiben und das fällt mir nach wie vor echt schwer. Aber das habe ich mir für nächste Woche spätestens vorgenommen. Okay. Harald, was gibt es bei dir noch für die nächsten? Wobei gibt es so viel, du wirst gar nicht übersprudeln, wahrscheinlich vor Ideen, was du doch alles machst. Also ich bin jetzt durch die Liste so ein bisschen getriggert, ob ich das probieren möchte, das mal mit einer ausgedruckten Liste da reinzuschreiben. Aber ich tue mir noch schwer. Also da muss ich mir noch überlegen, ob ich diese Liste wirklich machen will, um es mal wirklich auch auszuprobieren. In Bezug auf mein Ziel muss ich mir da Gedanken drüber machen, was genau ich da machen würde, weil das ja leider oder Gott sei Dank in diesem Projektkontext ist. Und da ist mein Terminkalender so voll, dass ich es nicht reinkrieg, was mich dann wieder zum Kapitel 2 bringt, wie ich Prioritäten setze. Also da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das hinkriege. Gut, Nachdenken ist ja auch eine Aktivität. Das werde ich mal tun, ja. Ja. Nee, und ansonsten werde ich natürlich daran arbeiten, dass ich das weiter definiere und vielleicht schaffe ich es bis zum 12. Circle, wo ja quasi wir unsere Ziele auch erreichen wollen bis dahin, dass wir dann schon erste Erfahrungen mit Führungskräften haben, wie die denn so das annehmen. Antje, du wirst immer dunkler. Kann es sein, dass bei dir Nacht ist? Ach so, ich habe ja, ich bin ja hier in Hamburg in einem, übrigens in dem, einer der tollsten. Also Ah! jetzt sehe ich aber so ein bisschen. Ist okay, ja, Okay. ist ja wunderbar. Okay. Ja, Super. okay. Also.
Dann treffen wir uns in 14 Tagen und schönen Dank euch fürs Mitmachen und schönen Dank auch der Stefanie und dem Herbert. Beide haben sich hier im Chat schon bedankt. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und viel Erfolg auch auf eurem Weg. Ich Ja. schalte die Aufzeichnung ab. Ja, herzlichen Dank. Danke auch für die Rückmeldung, Stefanie.